Hallo meine lieben Freunde, ich bin Kati vom Kanal Domino Kati und für den einen oder anderen ist Silvester so das Highlight des Jahres. Das verbringt ja jeder so ein bisschen unterschiedlich. Manche treffen sich lieber mit der Familie oder mit Freunden, manche gehen auch lieber feiern und machen Party und machen sich dafür schick. Was da natürlich nicht fehlen darf, sind passende Silvesterfrisuren. Und ich zeige euch heute zwei davon, und zwar einmal eine Party-Variante und einmal eine gemütlichere Variante mit Familie oder Freunden. Außerdem werde ich diese Frisuren heute live ein bisschen stylen und wir werden so ein bisschen über Silvester quatschen, wie so meine Silvester bisher waren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Wir beginnen zunächst mit der gemütlicheren Variante. Und zwar teilen wir uns dann erstmal einen Mittelscheitel ab und dann teilen wir uns Haare vor den Ohren ab. Die brauchen wir nämlich am Schluss noch. Die Strähnen lasse ich jetzt einfach mal hier hängen, die könnt ihr auch aus dem Weg klipsen. Und ich werde mir jetzt nochmal hier hinter dem Ohr eine extra Strähne nehmen und das gleiche auf der anderen Seite. So, und diese Strähne drehen wir jetzt so ein bisschen nach hinten ein und machen die dann hinten mit einem durchsichtigen Haargummi zusammen. Vielleicht habt ihr ja schon mal so eine Art Haarbandfrisur genommen. Das machen wir heute allerdings mit unseren eigenen Haaren. Denn ich nehme jetzt hier vorne so eine Strähne und die wickle ich jetzt um eben die Strähne, die ich gerade zurückgemacht habe. Ich nehme mir diese Strähne also und gehe von oben drüber durch und ziehe sie dann runter. Das ist auch schon der ganze Trick dabei. Das mache ich jetzt ein paar Mal und nehme mir dabei Haare immer von unten dazu, so dass es ganz viele Umdrehungen gibt später. Das gleiche mache ich natürlich auch noch auf der anderen Seite und ziehe die Strähne wieder durch. So, die Haare haben wir jetzt schon ein paar Mal drum gewickelt und jetzt werde ich das Ende ebenfalls nochmal in dem Ganzen verwickeln, damit eben auch die Spitzen versteckt sind. Okay, ich habe jetzt erstmal alles drum gewickelt. Und damit das Ganze nicht auseinanderfällt, stecke ich jetzt ein paar Bobbypins rein, einfach für den Halt. Und jetzt folgt eigentlich nur noch der letzte Schritt, denn ich werde jetzt die Haare hier vorne so ein bisschen eindrehen und eben hinten schön feststecken. Und mich würde es total interessieren, was ihr denn so an Silvester vorhabt, was da so eure Traditionen sind, was ihr da gerne macht. Und ja, vor allem, wie ihr dieses Jahr eben verbringt. Ich gebe zu, ich habe noch keine Ahnung. Übrigens steht noch mein ganzes Weihnachtszeug. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Bei mir dauert es immer so ein paar Wochen, bis dann alles weg ist von Weihnachten. Und das stecke ich dann eben auch hinten kurz fest. Und dann auf die andere Seite. Aber ich muss ja sagen, so die letzten Silvester habe ich immer mit meiner Familie bzw. mit Freunden verbracht. Und da haben wir dann ganz oft Raclette gemacht. Das ist so ziemlich mein Lieblingsfesttagsessen. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber für mich ist so Käsefondue oder so nicht so meins, sondern ich brauche Raclette. Das können wir auch hier vorne noch so ein bisschen aufzupfen, damit das eben ein bisschen lockerer ist und nicht ganz so streng. Wir wollen es ja sehr gemütlich haben und die zwei hier, die werde ich jetzt noch kurz wegstecken. Irgendwie einfach Kringelchen machen und mache noch einen Bobbypin rein. Die Frisur ist jetzt im Grunde fertig. Ich möchte jetzt nur noch so ein paar Final Touches dran machen, denn hier stehen noch so ein paar Haare ab. Die mache ich mit dem Nivea Pflege und Halt Haarspray weg und sprühe das einfach nur drauf, damit die eben nicht so rumfliegen und damit ich Ruhe habe für den Rest des Abends. Dann glänzen die auch noch so ein bisschen. Für diese Frisur könnt ihr natürlich jetzt auch noch hier so ein paar Strähnen rausziehen oder könntet die locken. Doch ich wollte das ganz bewusst alles aus meinem Gesicht draußen haben. Außerdem habe ich hier gerade noch so eine schöne Haarspange bei mir gefunden. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen schicker aus, falls ihr vielleicht auch bei Verwandtschaft eingeladen seid oder bei wem auch immer. Deshalb mache ich mir diese Spange noch kurz rein. Und schon ist diese wirklich gemütliche Hochsteckfrisur fertig. Ich finde sie wunderschön, denn sie sieht aus, als hättet ihr eine Stunde investiert in diese Frisur. Dabei geht das in 5 bis 10 Minuten. Ich finde diese Frisur jedenfalls wunderschön und bin gespannt, ob ihr sie für einen gemütlichen Abend tragen würdet. Und weiter geht es mit der Party-Variante für heute. Also, falls ihr irgendwie rausgehen möchtet, falls ihr mit euren Freunden in das neue Jahr feiern wollt, dann ist das vielleicht eine ausgefallene Methode, was ihr mal probieren könntet.
Und für diese Frisur machen wir uns einen ganz strengen Pferdeschwanz nach oben erstmal. Und damit das Ganze auch den ganzen Abend und vor allem die ganze Nacht hält, benutze ich den Schaumfestiger von Nivea, der Pflege- und Haltschaumfestiger. Und der trocknet die Haare eben nicht aus und hält das Ganze eben so, wie ich das haben möchte. Shake it! Ja, normalerweise würde ich Schaumfestiger ja eher so in die Spitzen geben, damit das Ganze so ein bisschen Struktur bekommt. Aber ich werde den Schaum jetzt auf mein Deckhaar bzw. an meine oberen Haare dran machen. Eben damit ich später keine Fliegehärchen habe, sondern das Ganze sehr feste zurückbleibt. Das verteile ich jetzt erstmal in meinen Haaren. Und jetzt müsst ihr das Ganze nach hinten kämmen. Beziehungsweise so eben, dass ihr den Pferdeschwanz möglichst weit oben machen könnt. Oder einfach so, wie es euch gefällt. Das sei euch natürlich freigestellt. Mich würde es auch mal interessieren, ob ihr irgendwelche Traditionen vielleicht als Kind hattet. Denn ich bin in einem Dorf aufgewachsen und wir sind tatsächlich am Neujahrstag immer um die Häuser gezogen sozusagen, also über den Tag hinweg, und haben den Leuten ein frohes neues Jahr gewünscht und haben im Gegenzug dafür irgendwie so 1-2 Euro oder so bekommen, so ein bisschen Taschengeld. Ich weiß gar nicht, wie wir das genannt haben, aber mich würde es mal interessieren, ob man das nur in Hessen so macht oder ob das sowas Ähnliches oder vielleicht was ganz anderes bei euch gibt. Schreibt es also gerne mal hier unten in die Kommentare. Und das werde ich jetzt mit einem ganz normalen Haargummi befestigen. Der sollte auch relativ stark sein. Also ich würde da jetzt keine durchsichtigen Haargummis verwenden. Ihr wollt ja auch, dass das Ganze hält. Und dann gehe ich da jetzt auch nochmal mit ein bisschen Haarspray drüber. Ihr wollt nämlich wirklich diese glatte Oberfläche haben. Ihr seht nämlich gleich warum. Und mit dem Pferdeschwanz könnt ihr eigentlich jetzt machen, was ihr möchtet. Ihr könntet euch einen Dutt machen oder ihr könntet den einfach nur ganz normal flechten. Und ich werde mir heute, glaube ich, so einen Rope Braid machen, also einen Seilzopf. Dafür teile ich meine Haare in 2 Strähnen und drehe die dann in der gleichen Richtung ein und in der entgegengesetzten zusammen. Und dann wieder eindrehen und zusammen. Dieser Zopf ist so schnell und sieht so cool aus. Was auch cool aussehen würde, wäre ein Fischgrätenzopf oder wie gesagt irgendein cooler Dutt. Fände ich auch sehr, sehr cool, wenn ihr so gar keine Haare beim Tanzen in eurem Gesicht haben möchtet. Und das befestige ich jetzt mit einem durchsichtigen Haargummi. Alleine diese Frisur finde ich schon sehr, sehr cool. Aber für Silvester wollen wir natürlich ein bisschen was Festliches haben, auch ein bisschen was Verrücktes. Und zwar werde ich mir jetzt Flash-Tattoos auf meine Haare kleben. Falls ihr Zugriff dazu habt, würde ich euch eben Haar-Flash-Tattoos empfehlen. Deshalb brauchten wir eben diese glatte Oberfläche, damit da nachher auch nichts von diesem Tattoo verrutschen kann. Ich probiere als allererstes mal dieses hier. Und das soll jetzt erstmal so eine Art Haarreif werden bei mir. Und das setze ich jetzt erstmal hier drauf. Ich glaube, ich mache das irgendwo hier. Und dann nehme ich einen nassen Lappen und drücke das Ganze eben ein bisschen fest. Und tada! Ich kann das Ganze jetzt eigentlich einfach nur noch abziehen. Und habe einen aufgeklebten Haarreif sozusagen. Als nächstes mache ich mir, glaube ich, so 2 silberne als so eine Art Streifen nach hinten. Wusstet ihr eigentlich, dass in Amerika Silvester gar nicht so ein großes Thema ist, wie das bei uns ist? Ich habe ja ein Jahr in Amerika gelebt als Au-pair. Und als es Zeit war für Silvester, war außer dieser riesen New York City Veranstaltung, war das gar nicht so ein großes Ding. Also wir als Deutsche haben dort dann quasi ein bisschen deutsches Silvester reingebracht, aber da hat keiner irgendwelche Feuerwerke abgefeuert. Also es war schon anders, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Amis sind da ähnlich. Und jetzt ziehen wir auch das ab. Das sieht doch cool aus. Okay, ich finde, das langt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Tattoos auf meinem Kopf. Und ihr seht ein bisschen aus wie eine Disco-Kugel, aber ich finde das persönlich ziemlich cool. Es ist natürlich kein Alltagslook, das ist natürlich klar, außer vielleicht das hier. Es ist total der Hingucker für Silvester.
Ich würde jetzt so, so gerne Fotos von euch sehen, wenn ihr diesen oder den anderen Look nachmacht für Silvester. Also verlinkt mich und den Nivea Deutschland Kanal sehr gerne auf Instagram auf euren Fotos. Außerdem solltet ihr diesen Kanal hier abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann findet ihr hier noch weitere. Und wir sehen uns wieder im Jahr 2018. Macht es gut und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Tschüss!